Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Mondgeflüster. Ja, die Woche war sehr, sehr stressig im Real Life für mich, deshalb gibt es jetzt mo am morgigen Montag kein Video. Dafür habe ich mich abgestimmt mit meinen, oder ich habe ihn gefragt, mit meinem Creator-Kollegen Sirwan. Liebe Grüße an dich von den Mars-Chroniken. Und ja, ob ich auf sein Video reagieren darf. Und das hat er ohne zu zögern bejaht. Also vielen Dank dafür. Und es geht um das Video zum kritischen Teil des SLS, was auch beleuchtet werden muss und was auch angesprochen werden muss. Ihr werdet das im Video sehen. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, legen wir auch los. Ich lasse das Video ein bisschen schneller abspielen, damit das nicht zu aufgebläht wird, weil ich ja immer wieder stoppe. Der Generalinspektor der NASA bezeichnet das Artemis-Programm bei einer Anhörung des US-Kongresses als nicht nachhaltig. Das Problem sind nicht die Menschen, die an den Systemen arbeiten. Das Problem sind die Auftragnehmer. Genau gesagt, ihr Management. Aber auch. Ja, sehr gut, da stimme ich sofort zu. Es geht nicht um die Leute, die operativ wirklich dafür brennen und die das Ding am Ende, habe ich letztens auch schon mal gesagt, am Ende zusammenschrauben, sondern ab einer bestimmten Ebene auch in Verbindung mit der Politik ein Stück weit Lobbyismus. Ich glaube, das wird nachher auch nochmal thematisiert. Also Silvan sieht das ganz genauso und das ist auch wichtig, das zu sehen. Das muss man ganz klar unterscheiden. Die Leute, ja. Die können halt wirklich nichts dafür. NASA intern läuft vieles schief. In dieser Ausgabe erkläre ich dir, warum ich glaube, dass die NASA von einigen hinterhältigen und gierigen Unternehmen erpresst und ausgenommen wird. Wir beleuchten auch, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und am Ende des Tages, Achtung, Spoiler-Alarm, steht SpaceX wieder als der Erlöser da. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken. Genau, ne? Zuhören, Video liken von Silvan. Ich verlinke das auch unten in der Videobeschreibung und natürlich auch ein Abo dalassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und auf los geht's los. Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Nach unzähligen Verspätungen ist der nächste Termin für das Rollout des SLS der 17. März. Aber da wird die Rakete nur für einige Tage zur Startrampe gebracht. Danach wird es noch einmal zurück ins berühmte Vehicle Assembly Building oder kurz VAB gerollt. Ja, das haben wir ja letzte Woche erlebt. Da war ich live bei Mo. Also vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Und ja, es ist endlich passiert und da muss ich ehrlich gesagt immer nochmal gestehen, wenn ich die Bilder sehe, dass es wirklich keine 3D-Renderings sind. Das muss man erstmal so ein bisschen, ist alles noch ein bisschen unwirklich. Ja, dass es jetzt wirklich da auf Pad 39b steht. Coole Sache auf jeden Fall. Und schön, dass es endlich geklappt hat. Der frühestmögliche Starttermin ist in den Sommermonaten. Manche könnten meinen, dass Verspätungen in der Raumfahrt auf der Tagesordnung stehen, aber dazu kommen wir später noch einmal. Vorher möchte ich dir noch einen Überblick über die Anhörung des US-Kongresses zum Artemis-Programm der NASA geben. Wichtig zu wissen ist, dass das Büro des Generalinspektors der NASA, oder kurz OIG, schon im November 2021 einen Bericht zu Artemis veröffentlicht hatte. Ich habe damals berichtet. Das Video dazu findest du hier in der Infobox. Also ja, also über diesen OIG-Bericht oder über die ASAP-Berichte hatte ich euch euer immer wieder auf dem Laufenden. In den Artemis-Updates und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das durchaus kritisiert worden ist und ja, mal gucken, was jetzt das Meeting sagt, auf was Silvan jetzt auch eingeht. Die besagte Anhörung fand am Dienstag, dem 1. März, statt. Es waren zahlreiche Zeugen und Vertreter der Öffentlichkeit geladen. Die interessantesten Abschnitte der knappen 2 Stunden waren die Redezeiten von Paul Martin, dem Generalinspektor der NASA. Er meint, es gibt Probleme mit der Planung, dem Management, der Organisation und der Durchführung. Also keine gravierenden Probleme. Alles entspannt. Und nur der Vollständigkeit halber, das Amt heißt im Englischen Office of Inspector General oder kurz OIG. Seine Aufgabe ist es, das Vorgehen der NASA zu evaluieren. Das OIG ist aber selbst Teil der NASA. Also quasi eine interne Aufsichtsinstanz und Stabsstelle ohne Weisungsbefugnis. Generalinspektor Martin hatte wenig Gutes über das Artemis-Programm zu sagen. Wobei Programm hier auch nicht das richtige Wort ist. Denn Artemis ist NASA-intern nicht als Programm oder Projekt definiert. Niemand ist in Wirklichkeit verantwortlich für das gesamte Projekt. Ja, und das ist genau das, was ich auch wieder in einem Artemis-Update beim letzten Mal überhaupt nicht verstanden habe. Es gibt niemanden, der die Fäden zusammenzieht. Und das ist für mich, ja, überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn man muss ja davon ausgehen, bei dem, was die NASA auch immer anstrebt, ne, 4, 5, 6 große Hauptauftragnehmer, ne, Boeing, Northrop Grumman, Aerojet, Rocketdyne und so weiter, die leben ja auch von Zulieferfirmen, ne? Die sind über die ganze USA verteilt, über 3000 Zulieferfirmen. Und das muss irgendwie zusammengeführt werden. Und wenn da niemand oben ist, auf Top-Level-Management-Ebene, der da auch die entsprechenden Befugnisse hat und das zusammenführt, das kann gar nicht effizient sein. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist ja nicht irgendein Programm. Also wir wollen zurück zum Mond. Also das sollte schon aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein
Projektmanagement-Experte, sag ich mal, aber aus meiner Sicht würde das in dem Fall auf jeden Fall Sinn machen. Weil Artemis auf unzählige einzelne Initiativen aufgeteilt ist. Wer sich schon mal mit Projektmanagement beschäftigt hat, wird wissen, dass es durchaus Sinn macht, kleine Arbeitspakete zu erstellen. Aber irgendwo müssen alle Fäden zusammenlaufen. Und genau das passiert bei Artemis nicht. Nenn mich einen Verschwörungstheoretiker, aber hier ist, was ich glaube, das passiert ist. Oder auch weiterhin passiert. Es gibt bestimmte Auftragnehmer der NASA, die den Markt für Jahrzehnte beherrschten und eine Art Monopolstellung genossen. Bis SpaceX um die Ecke kam. Und genau diese Monopolstellung haben sie genutzt, um die NASA und die US-Steuerzahler über den Tisch zu ziehen. Der Kongress hat bereits mehrmals eine vollständige und realistische Kostenaufstellung für Artemis angefordert. Jedoch niemals erhalten. Und wenn etwas kommt, dann kommen Teilkostenrechnungen, die nur einzelne Initiativen betreffen und oder unvollständig sind. Es scheint, als würde man versuchen, hier etwas zu vertuschen. Martin nennt das Kind beim Namen. Das eine Kind heißt Cost-Plus-Vertrag und sein Geschwisterchen ist Boeing. Zurück zum SLS. Es gibt natürlich auch einige andere Unternehmen, die an der Abzocke beteiligt sind, aber diese werden nicht genannt. Boeing als Auftragnehmer der NASA unter Cost-Plus-Verträgen habe sich angewöhnt, ineffizient und extrem risikoavers zu arbeiten. Er kritisiert, dass Boeing bisher 86% aller möglichen Boni erhalten habe, obwohl sie in jeder Hinsicht Jahre hinter dem Zeitplan und Milliarden über Budget arbeiten. Das ja, unvorstellbar. Also in der normalen freien Wirtschaft oder auch ich als normaler Angestellter, wenn ich meine Sachen nicht erreiche, dann bekomme ich auch keinen Bonus oder hätte auch nie einen Anspruch, dass ich sagen kann, hey, wie wär's mal, ich bin noch immer über, vielleicht habt ihr mal einen Bonus. Ich hätte ja gar keine Argumentationsgrundlage, wenn ich meine Ziele nicht erreiche. Ja, und das ist natürlich auch Teil dieser Coast-Plus-Verträge, aber ich glaube, da geht er später nochmal ein und also Coast-Plus, das ist, man hat im Prinzip keinen Druck, man hat keine Deadline, man muss fertig werden, ganz im Gegenteil, gucken wir erstmal weiter, das wird Silvan gleich nochmal ein bisschen besser erläutern. Das Problem mit diesen Verträgen ist, dass der Auftragnehmer ab dem Moment, wo er den Zuschlag erhält, keinen Anreiz mehr hat, effizient zu arbeiten. Im Gegenteil, je länger er braucht, desto mehr verdient er. Was dann passiert ist, dass Boeing hergeht und behauptet, wider besseren Wissens natürlich, ein Projekt kostet nur einen Bruchteil seiner realen Kosten, um den Zuschlag zu erhalten. Ist das einmal geschehen und einige Jahre sind vergangen, können sie nach und nach die Kosten langsam anheben. Hier wird der Kongress in die Ecke gedrängt. Denn wenn sie gewisse Systeme dann wirklich haben wollen, müssen sie die Budgetüberschreitungen zahlen. Klarer Fall von gemeiner Erpressung. Und da der Kongress nicht gerne zugibt, wenn sie erpresst werden, zahlen sie einfach, denn das Geld kann man ja einfach drucken. Ich habe schon gesagt, dass Artemis... Ja, natürlich hartes Wort, Erpressung ist natürlich... aber... Ich weiß nicht, wie man das anders bezeichnen kann. Ne? Also ich stecke jetzt nicht so tief in diesen Verträgen und mit diesen Konstellationen mit dem Kongress. Grundsätzlich ist das aber schon ein hartes Stück, harter Tobak, wenn man das genauso sieht, wie Silvan es halt erklärt hat. Ne? Die haben ja gar keine andere Möglichkeit. Was sollen die auch machen? Ne? Die können nicht sagen, na okay, dann übergeben wir es jemand anderen. Das heißt, das ganze Geld wäre ja völlig umsonst, ne? Also irgendwie, ja, kommt die NASA dann aus der Ecke auch gar nicht mal raus, oder der Kongress, ne? Um halt weiter Geld reinzupumpen. Nicht nur das Space Launch System, also die Rakete, sondern auch viele andere Systeme benötigt, um ihr Ziel zu erreichen. Dieses Ziel ist nichts Geringeres als eine dauerhaft besetzte Mondbasis und in weiterer Folge auch eine Basis auf dem Mars zu errichten. 2016 schätzte die NASA die Gesamtkosten eines solchen Programms auf 200 Milliarden US-Dollar. Laut den Angaben der NASA werden sie bis 2025 68 Milliarden ausgegeben haben. Das OIG korrigiert diese Zahl auf 93 Milliarden, denn in der Kalkulation fehlen wichtige Posten. Es fehlen einfach mal so 25 Milliarden. Dabei deckt dieses 25 Milliarden Defizit noch nicht einmal die Gateway-Raumstation im Mondorbit, die Exploration Upper Stage, die SLS Block 1B oder den Mobile Launcher 2 ab. Ich glaube nicht, dass die NASA oder Boeing nicht rechnen können. Ich glaube, dass Boeing, ich sag's mal so, seine Verträge auskostet, solange sie noch können. Denn die NASA und der Kongress haben verstanden, was hier passiert. Die Umstellung auf Fixpreisverträge ist in vollem Gange. Hier ein anderer Fall von gierigen Management-Tricks. Also Fixpreisverträge ist natürlich das komplette Gegenteil von diesem Coast Plus. Ihr bekommt das Geld, mehr auch nicht. Und müsst sozusagen das, was ihr in eurem Angebot versprochen habt, umsetzen. Wenn nicht, Pech gehabt. Mehr Geld gibt's nicht. Aus dem Hause Boeing. Für die Entwicklung von Starliner hatte Boeing einen Fixpreisvertrag erhalten. Genau wie SpaceX. Nur bekam Boeing damals schon mehr Geld als SpaceX, aber das nur nebenbei. Das bedeutet ja natürlich dann auch für das Unternehmen, wenn das Unternehmen besser kalkuliert, macht es mehr Gewinn. Wenn es schlechter kalkuliert, macht es weniger Gewinn oder sogar Verlust. Und deshalb ist natürlich das Unternehmen, was einen Fixpreisvertrag abschließt, ist natürlich sozusagen gezwungen, wirtschaftlich erstmal ein realistisches Angebot zu machen und dann sogar
ein Stück weit Motivation zu haben, schneller fertig zu werden, mit weniger monetären Ressourcen, um mehr Gewinn zu machen. Das ist halt auch davor, kann auch ein Vorteil sein, ein Fixpreisvertrag, nicht nur aus Sicht der NASA, weil die wissen, okay, es kommen keine Mehrkosten auf uns zu, sondern auch aus Sicht des Unternehmens, weil es vielleicht den Zuschlag bekommen habe, obwohl sie ein Angebot gemacht haben, was grundsätzlich höher angesetzt war. Kann ja auch sein. Und SpaceX mehr oder weniger pünktlich vor 2 Jahren eine betriebsbereite Crew-Kapsel, nämlich die Dragon, lieferte, tümpelt Boeing mit ihrer strahlenden Kapsel noch immer so vor sich hin und hat keinen einzigen Erfolg vorzuweisen. Und hier die Krux an dieser Geschichte. Boeings Management dachte, dass sie bei der Kunde die NASA war, damit davonkommen könnten, eine miese Arbeit bei einem auf Meilenstein basierenden Fixpreisvertrag zu leisten und die Meilensteine erst richtig zu beenden, wenn sie viel zusätzliches Geld bekommen. Der Plan ging nicht ganz auf, da sich die NASA nicht darauf einließ, zusätzliches Geld zu zahlen und den alten Cost-Plus-Status wiederherzustellen. Das führte dazu, dass Boeing den orbitalen Testflug oder OFT im Dezember 2019 durchführte. Dabei war Starliner noch lange nicht bereit, den Betrieb aufzunehmen. Nach diesem Schlamassel forderte Boeing in monatelangen Verhandlungen, dass die NASA die Kosten für den Fehlschlag tragen solle. Obendrein solle die NASA zusätzliches Geld überweisen, damit Boeing die Starliner-Meilensteine erreicht. Zum Glück hatte die NASA in diesem Fall SpaceX's Dragon-Kapsel und musste sich nicht erpressen lassen. Denn so funktionieren Fixpreisverträge nicht. Boeing scheint mit aller Gewalt die alte Ära wieder herbeibeschwören zu wollen. Es ist wichtig, sich diese Geschichte vor Augen zu halten, denn Boeing ist stark in Artemis involviert. Sie entwickeln die Kernstufe für die Rakete. Und hier ist wieder dieser alte fiese Trick, die sogenannte Partial Cost Policy. Demnach wird nur ein Bruchteil der wahren Kosten budgetiert, um im Kongress einen besseren Eindruck zu erwecken. Das klingt doch nicht nach einem Management, das ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Petto hat. So ist es. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich alles dazu sagen soll. Ihr kennt ja meine Meinung, ihr habt es ja auch schon ab und zu mal gehört. Diese ganzen. In einem Kommentar unter meinem Video habe ich es mal ganz gut gelesen, ne? Es sind irgendwo ein Stück weit Seilschaften, die sich da aufgebaut haben über die letzten Jahrzehnte, ne? Und mitunter ist ja, es ist ja auch gut, dass mit Geld, mit Steuergeld auch sozusagen indirekt, was die Hauptauftragnehmer von der NASA bekommen, dass halt auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Das kann ich auch alles verstehen. Aber die Frage ist, wer bekommt ab welcher Ebene was ab, ne? Das ist halt dieser, ja, sag ich, man kann auch Lobbyismus sagen, ne? Und ich weiß nicht, ob das immer so förderlich ist für Projekte. Ich denke eher nicht. Aber ich stecke da auch nicht so in dieser ganzen Thematik drin, auch mit Starliner und so weiter, habe ich mich noch nicht wirklich befasst, weil mich das auch überhaupt nicht packt so richtig, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber schauen wir mal weiter. Das klingt eher nach Betrug und Erpressung. Hau gerne auf Daumen hoch und abonniere Mars-Chroniken, damit du auch in Zukunft keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Der Generaldirektor rechnet vor, was in seinem Bericht vom November aufsteht. Die Rakete inklusive 2 Feststoffmotoren, 4 RS-25 Triebwerken aus der Shuttle-Ära für die erste Stufe und die Oberstufe mit allem, was dazugehört, kostet 2,2 Milliarden. Nur zum Vergleich, Starship wird im schlimmsten Fall 10 Millionen US-Dollar pro Start kosten. Also kostet eine SLS-Rakete so viel wie 220 Starship-Starts. Echt starke Leistung. Ja, das sind natürlich krasse Vergleiche, muss man an der Stelle sagen. Aber hier bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Ich bin ja eher der Realist. Starship muss ich jetzt auch erstmal beweisen. Ja, und ich bin davon überzeugt, wenn SpaceX so weitermacht, wie sie sich die letzten Jahre auch entwickelt haben, dann ist es durchaus realistisch. Aber erstmal eins nach dem anderen. Es gab ja noch nicht mal einen Orbitalflug. Starship als Projekt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es prozentual einschätzen kann. Ich stecke ich auch zu wenig drin im Thema, aber ich denke sicher, dass Starship so funktionieren wird, wie es oftmals auch angedacht ist, wie es kommuniziert worden ist. Sicher ist das alles noch nicht, deshalb immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist natürlich sehr, sehr viel Konjunktiv. Aber die Vergleichszahlen und der Ansatz, den Elon Musk auch hatte mit den Kostensenkungen, das ist natürlich grandios, muss man an der Stelle auch sagen. Und das würde die Raumfahrt auf alle Zeit verändern. Die Orion-Kapsel kostet eine zusätzliche Milliarde. Man addiere weitere 300 Millionen für das europäische Service-Modul und 568 Millionen für Bodensysteme und man erhält die magische Zahl von rund 4,1 Milliarden US-Dollar pro SLS-Start.
Zumindest für die ersten vier. Um dieses Geld könnte Elon in einigen Jahren vermutlich über 2000 Starships starten. Sein Preisziel für Starship liegt bei 2 Millionen US-Dollar. Das ist einfach absurd. Wenn wir diese Zahl durch die 60 Tonnen Nutzlast Richtung Mond teilen, dann kommen wir auf einen Kilopreis von fast 70.000 US-Dollar. Gratulation. Bei solchen Preisen wird es wohl schwer werden, eine dauerhafte und nachhaltige Mondbasis zu errichten. Hier wurden kurzfristige Gewinne dem strategischen Erfolg der Mission vorgezogen. Das ist echt schade. Natürlich kann man sagen, dieses Programm hat Arbeitsplätze geschaffen. Man könnte ja weiterhin so viele Menschen beschäftigen. Aber künstlich Projekte extra lang als Cash-Cows zu melken, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Genau, ganz genau, stimme ich auf jeden Fall zu. Als Unternehmen ist man natürlich auch, Boeing ist natürlich als Unternehmen gewinnorientiert, gar keine Frage. Aber man könnte doch, glaube ich, mit dem Geld, was man hat, wenn man einfach schneller entwickelt, schneller fertig wird und könnte man ja weiterhin noch mehr Verträge einsammeln und würde vielleicht sogar noch mehr Arbeitsplätze schaffen, weil man einfach mehr erreicht. Also deshalb verstehe ich das nicht, wo das ganze Geld hinfließt und was die da für Arbeitsabläufe haben, weil es ist ja nun mal schwarz auf weiß oder im Vergleich zu SpaceX. Es geht günstiger, es geht definitiv günstiger. Ne? Nun weiß ich nicht, inwieweit ich da überhaupt eine Meinung zu haben sollte, weil ich das nicht wirklich kenne. Mitunter liest man ja, die Arbeitsbedingungen bei SpaceX sind jetzt auch nicht so geil, aber da halte ich mich lieber mal ein bisschen zurück. Gibt sicherlich auch nicht nur SpaceX oder andere Unternehmen, wo man jetzt nicht nur einen 9-to-5-Job hat und gutes Geld kriegt, zumindest in den USA. Wie gesagt, die NASA hat gelernt. Zwar auf die harte Tour, aber doch. Tatsache ist, es ist noch viel zu tun. In einem anderen Bericht des OIG vom August 21 wird erläutert, wie es um die neuen Weltraumanzüge der NASA steht. Mittlerweile hat die NASA rund 420 Millionen US-Dollar in deren Entwicklung gesteckt. Und laut Generalinspektor Martin sind die Anzüge frühestens 2024 einsatzbereit. Inzwischen hat SpaceX auch mit der Entwicklung eines Raumanzuges begonnen, mit dem man das Raumschiff auch wirklich verlassen kann. Diese neuen SpaceX-Anzüge oder Prototypen davon könnten schon bei der Mission Polaris 1 oder Dawn zum Einsatz kommen. Da wird Jared Isaacman eine Mission anführen, bei der 2 der 4 Crewmitglieder die Dragon-Kapsel verlassen werden. Und das soll schon dieses Jahr stattfinden. Also da frage ich mich echt, was die anderen Mitbewerber in dieser Branche so machen den ganzen Tag. Absolut, also das mit den Raumanzügen kann ich überhaupt nicht verstehen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es vor über 50 Jahren bereits Raumanzüge gab, mit denen man auf den Mond konnte. Warum man da jetzt noch mit einer halben Milliarde US-Dollar noch nicht so weit ist, fertige Raumanzüge zu haben, entzieht sich mir völlig das Verständnis, wirklich. Kann ich nicht verstehen. Vielleicht kannst du einer von euch erklären. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ist ja auch gerade dabei, die Mondlandefähre für die Artemis-Missionen zu entwickeln. Aber hier sind wir schon bei Artemis 3. Diese ständigen Intrigen, Lügen und Budgetüberschreitungen haben kaskadierende Effekte. Ich habe das Gefühl, dass am Ende des Tages alles von SpaceX geliefert werden wird. Denn selbst wenn die SLS-Rakete cool und schön zum Ansehen ist, nützt das leider nichts, wenn ein Start so viel kostet wie das Bruttoinlandsprodukt der Malediven. An mehreren Stellen wird angemerkt, dass andere Länder aggressive Zeitpläne für die Besiedlung von Mond und Mars verfolgen. Explizit wird China genannt. Implizit nennen sie Russland. Um Europa braucht man sich keine Sorgen machen. Die sind gerade erst aus dem Bett gestiegen. Guten Morgen. Sowohl NASA als auch ESA müssen ein radikales Umdenken einleiten. Um zumindest das Artemis-Programm zu retten, schlägt das OIG vor, das gesamte Programm unter einem Programmdirektor zu subsumieren und dann einen realistischen Zeit- und Kostenplan erstellen. Aber das scheint nicht ganz so zu funktionieren. Ich kann mir nicht helfen. Ich rieche die Arbeit von Boeing-Lobbyisten. Schreibe in die Kommentare, was du davon hältst. Die aktuelle dezentrale Organisation spielt nur Firmen wie Boeing in die Hand. Das ist der dreiste Versuch, Kosten zu verstecken. Wenn alles nach Plan läuft, und das tut es selten, dann sollte Artemis 1 diesen Sommer starten. Dabei wird eine Orion-Kapsel einmal um den Mond geschickt. Artemis 2 findet nicht vor 2024 statt, tendenziell eher 2025. Das ist eine lange Zeit zwischen diesen zwei Missionen. Was wiederum Artemis 3 verzögert. Das ist die Mission, bei der die Menschen wieder auf dem Mond landen sollen tatsächlich. Der Plan war es, 2024 auf dem Mond zu landen. Also wird Artemis 3 nicht vor 2026 stattfinden. Aber 2027 ist viel realistischer. Wir sehen. Ja, also 2024, wir hatten ja ich hatte in dem Video schon mal thematisiert, warum die NASA so lange braucht. Das Ziel war einfach viel zu eng gesetzt und vor dem Hintergrund verstehe ich halt auch nicht, warum im Rahmen dieser Zielsetzung 2024 nicht direkt ein Artemis-Programmmanager halt installiert worden ist. Das hätte man in diesem Zug auf jeden Fall machen müssen, um dieses Ziel zu erreichen und ist bis heute nicht geschehen, daher, ja. Denke ich mal, vor 2026 werden wir das wohl auch nicht sehen. Dass dieses Konstrukt träge ist und eingeschlafene Beine hat. SpaceX daneben wirkt wie Usain Bolt vor einem 100-Meter-Sprint. Frühere Erfolge sind aber kein Garant für zukünftige Abenteuer, meine Lieben. Raumfahrt ist schwer.
aber man sollte das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht zur eigenen Bereicherung missbrauchen. Der Generalinspektor meint auch, dass die NASA ihr Risikomanagement überdenken muss. Astronautische Missionen müssen sicher sein. Punkt. Aber manchmal sollte man kleine Risiken eingehen. Nur SpaceX wird von einem Kongressabgeordneten als positives Beispiel hervorgehoben. Sie stellen ein Angebot und halten sich dran. Wenn der Vertrag nicht eingehalten werden kann, dann zahlt der Kunde auch nicht. Ganz einfach. Wie in jeder anderen Branche auch. SpaceX ist ja auch Spezialist darin, bei der Frage danach, was selbst hergestellt, was ausgelagert und was eingekauft wird, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Boeing war es gewohnt, dass das Geld fließt, auch wenn man die falschen Entscheidungen trifft. Wenn ein Projekt rechtzeitig fertig ist, gibt es einen Bonus. Wenn es Verspätungen gibt, dann gibt es Nachzahlungen. Wunderschöne Blase, in der Boeing da herumschwebte. Aber die Blase ist jetzt geplatzt, es ist vorbei, alle wissen Bescheid. Und was ich irgendwie witzig finde, ist, dass diese Systeme für einige wenige Missionen konzipiert wurden. Vieles davon kann für nichts anderes als die Artemis-Mission verwendet werden. Kein Privatkunde, aber auch nicht das Militär wird 4 Milliarden für einen Raketenstart ausgeben und dann noch die Nutzlast und Versicherungen zahlen. Das bedeutet, dass die Frage nach den Skaleneffekten gar nicht erst zulässig ist, weil sie niemals erreicht werden können. Hier noch eine Geschichte, die wie ein Witz klingt, aber echt so passiert ist. Bevor es hier weitergeht mit dem Video, genau, das ist auch so ein bisschen diese Enttäuschung, die insgeheim auch mitfliegt, jetzt oder mitrollt zum Pad 39B, weil man ja auch so schön gesehen hat, wie viel Sachen eigentlich aus alten Shuttle-Missionen auch mitfliegen, und das eigentlich komplett hinfällig ist. Das heißt, es wird jetzt einmal gebraucht und dann war es das. Das heißt, dieser ganze nachhaltige Ansatz und diese ganze Reaktivierung aus dem Shuttle-Programm für das Artemis-Programm ist halt absolut nicht State of the Art, und das kann auch nicht die Zukunft der Raumfahrt sein. Als Blue Origin den Vertrag für die Mondlandefähre nicht bekommen hat, haben sie geklagt und so auch für Verzögerungen und Extrakosten gesorgt. Also nicht nur nichts beitragen, sondern auch noch aktiv in den Weg stellen. Toll, ja? Zu diesem Theater habe ich auch schon mehrere Ausgaben produziert. Du findest sie in der Videobeschreibung unten. Eine seriöse Schätzung für die erste astronautische Mission zum Mars im Rahmen von Artemis kann man nicht wirklich machen. Manche wünschen sich 2033, aber wenn es so weitergeht, dann ist Artemis erst Ende der 2030er Jahre auf dem Mars. SpaceX wird vermutlich früher dort sein. Auch China und einige andere Nationen werden es wagen. Dieser ganze Aufwand, zum Mond zu kommen, dient für alle Player nur als Klassenzimmer für den Mars. Und so viel ich auch daran auszusetzen habe, Artemis ist ein tolles Programm oder tolle Initiativen oder was auch immer. Artemis ist wichtig, und deswegen setze ich mich so sehr dafür ein, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, so ist es. Wirklich, das Programm ist extrem wichtig. Es wird gerade in der Kombination mit der Entwicklung, die wir gerade in der Raumfahrt erleben, wird uns das zusammen mit SpaceX, auch meinetwegen mit Blue Origin, die sicherlich vielleicht das eine oder andere noch beitragen werden zum gesamten Programm, und andere Zulieferer natürlich auch, glaube ich, sind wir insgesamt auf den richtigen Weg, uns dahingehend zu entwickeln, dass wir vielleicht als Menschheit mehr wieder dieses Erforschen, diesen Erforschungsdrang in uns wecken, anstatt den Drang zu Waffen zu greifen. Das gilt übrigens nicht nur für dem Herrn aus dem Kreml, sondern auch für die USA, die da durchaus auch mal ihren Schnabel halten könnte, was das angeht, ne? Bevor ich zum Schluss der heutigen Sendung komme, habe ich noch einige Neuigkeiten von den Artemis Accords. Das ist eine Reihe bilateraler Vereinbarungen zwischen den USA und anderen Ländern, die sich im Rahmen der Monderkundung dem Schürfen von Rohstoffen widmen. Mittlerweile sind neben den USA 17 Länder dabei. Ich nenne jetzt nicht alle, aber Australien, Bahrain, Brasilien, Kanada, Isle of Man, Israel, Italien, Japan, Südkorea, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Polen, Rumänien, Ukraine und die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich. Ups, jetzt habe ich doch alle genannt. Sorry. Und laufend unterschreiben weitere Nationen. Das ist eine gute Möglichkeit, extra Ressourcen zusammenzukratzen. Ich würde mir wünschen, dass man allen Nationen erlaubt, hier teilzunehmen. Nur so kann man die friedliche Nutzung des Mondes garantieren. Aber ich habe das Gefühl, dass hier auch politisiert wird. Darauf gehen wir heute aber nicht ein. Der neue Brand. Ja, genau. Und so wird es aus. Es wird. Deutschland und Frankreich haben ja zum Beispiel noch nicht dieses Artemis-Abkommen oder Artemis-Abkommen unterzeichnet, sondern sind da bei bestimmten Themen mit Blick auf die Gewinnung von Ressourcen nicht, oder Space Mining, nicht d'accord im Moment, und sind dahingehend noch nicht bereit gewesen, das zu unterschreiben. Und es wird ja immer wieder gemunkelt, dass das eine Unterschrift sozusagen dafür sorgt, dass man sich als Nation auch einen Gang auf dem Mond sichert. Es wird natürlich niemals offiziell kommuniziert, aber es wird davon ausgegangen, dass es Voraussetzung sein wird.
Konkurrenzkampf zwischen Osten und Westen, und das sage ich nur ungern, könnte der Raumfahrt wie im Kalten Krieg auch einen weiteren Aufschwung geben. Die Politik erkennt immer mehr den strategischen, aber auch taktischen und wirtschaftlichen Nutzen der Raumfahrt. Nur schade, dass wieder ein Konflikt dazu notwendig war. Danke fürs Einschalten. Peraspera, ad astra. Ja, das war's. Das war's. Wie seht ihr das? Könnt ihr mal eure Gedanken dazu schreiben? Ich versuche natürlich, ich kündige das auch immer an in den Videos, zu sagen, naja, heute geht es hier nicht um die Kritik, sondern es geht um die Fakten, um die Sachen, die uns erfreuen als Weltraumfans, und dass ich hier eher immer ein Stück weit die Brille für die Menschen halt aufhabe. Ha, die Brille. Die, wie gesagt, dieses ganze operative Gerüst tragen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil mit denen freue ich mich halt massivst mit. Weil für manche ist es wirklich der Höhepunkt der Karriere. Viele junge Menschen, die dort arbeiten, oder viele ältere, die vielleicht jetzt auch nochmal sagen können, ey cool, wir bauen an einem Mondprogramm mit und sorgen dafür, dass die Menschen wieder zurückkehren. Also das ist doch einfach grandios, und mit den Menschen, wie gesagt, sollte man sich auch mitfreuen. Okay, völlig ungeskriptet. Ich bin ein bisschen müde, bin auch ein bisschen irgendwie angeschlagen, glaube ich. Also verzeiht mir, wenn das nicht alles so flutscht und meine Gedanken vielleicht nicht immer sofort greifbar sind. Aber ja, vielleicht interessiert euch trotzdem meine bescheidene Meinung zu dem Thema und zu dem Reaction, zu der Reaktion auf Silvans Video. Okay, das war's. Ich bedanke mich abschließend natürlich wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Mondflüsterer aus Stralsund.